Ein Hammer-Action-Fantasy-Anime bekommt eine Fortsetzung, Spider-Man erhält eine Anime-Serie und Sword Art Online geht bald weiter? Das alles und noch viel mehr hier in den Anime-News. Denn es ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr und so gehen wir die Nachrichten der Woche durch. Heute kommen aber auch Isekai-Fans auf ihre Kosten mit einer Fortsetzung und einer Serie, die bald bei uns auf Disc erscheint. Also dranbleiben. Doch bevor wir loslegen, gilt wie immer, wenn dir das Video gefällt, dann drücke auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren, um keine News zu verpassen. Wenn wir 170.000 Abonnenten schaffen, wäre das super. Legen wir los mit Netflix und da wissen wir nun, wann die zweite Staffel von Kengan Ashura erscheint. Dieser Action-3D-Anime hat ja dann doch die Herzen einiger Anime-Fans erobert. Mit der zweiten Staffel wird dann auch die Serie abgeschlossen sein und der originale Manga komplett adaptiert werden. Am 21. September kommt sie zu Netflix, dann wohl gleich komplett. Machen wir auch ohne Pause weiter mit den Anime-Fortsetzungen. Und zwar zu der Harem-Serie Girlfriend Girlfriend, wo unser Protagonist nicht ein, nicht zwei, sondern vier Freundinnen gleichzeitig hat. Da wurde nun ein neues Visual veröffentlicht. Alle Mädels tragen in diesem Badekleidung und dies deutet wohl auch auf den Inhalt der zweiten Staffel hin. Da wird man, denke ich, einige Zeit am Strand verbringen. Losgehen soll es mit der Serie im Oktober 2023. Streamen kann man den Anime bei Crunchyroll. Ganz mini ist dann wieder Rail Romanske, denn das ist ein Kurzanime über humanoide Züge und die wollen die Eisenbahn wieder in Japan beliebter machen. Die zweite Staffel soll auch im Oktober starten, streamen kann man Staffel 1 wieder bei Crunchyroll. Die nächste News beflügelt alle Superhelden-Fans, denn Spider-Man erhält eine Anime-Serie. Diese trägt den Titel Spider-Man Freshman Year. Es gibt nur ein Problem, die Serie wird von Polygon Pictures animiert und dies ist ein recht bekanntes 3D-Studio. Leider sind sie jedoch mit ihren Animationen nicht auf dem Niveau von Studio Orange, welche zum Beispiel für Trigun Stampede zuständig waren. Aber ihr letzter Anime, Keiner of the Great Snow Sea, sah eigentlich ganz gut aus. Nur die Charaktermodelle hätten besser sein können. Hoffen wir einfach darauf, dass sie noch eine Schippe draufpacken. Wann die Serie erscheinen soll, wissen wir noch nicht. Außerdem wurde ein neues Visual zu The Quintessential Quintuplets veröffentlicht. Diese Harem-Serie hält ja ein Special. Dieses wird ab jetzt für 3 Wochen in den japanischen Kinos gezeigt. Danach strahlt man es auch im Fernsehen aus. Wann genau und wie schnell es zu uns kommt, wissen wir noch nicht. Streambar ist die komplette Anime-Serie bei Crunchyroll. Alle SAO-Fans können sich nun freuen, denn es geht bald weiter mit diesem beliebten MMO-Anime. So wird Sword Art Online Progressive Scherzo of a Deep Night am 25. Juli bei uns im Kino gezeigt. Natürlich nicht nur mit deutschen Untertiteln, sondern auch mit Synchro. Und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vorher sollte man logischerweise den ersten Progressive-Film schauen, denn dies ist Teil 2. Wann und ob die Filme bei uns streambar sind, wissen wir noch nicht. Auch ein Disc-Termin ist nicht bekannt. Und SAO-Fans können sich gleich doppelt freuen. So erhält Sword Art Online Alternative Gun Gale Online eine zweite Staffel. Das kam wirklich komplett unerwartet. So spielt die Serie ja im dritten MMO von SAO. Und dort wird sich eben auf den Schusswechsel mit Knarren und Gewehren fokussiert. Schaut unbedingt rein, wird ja bald von Prime entfernt. Man muss SAO nicht vorher gesehen haben. Danach kann man die Serie aber noch bei Crunchyroll streamen. Wann es mit der zweiten Staffel weitergeht, wissen wir noch nicht. Vollkommen ausgerastet sind dann die Fans von der Irregular Magic High School. So erhält dieser Anime eine dritte Staffel. Yup, es wurde jetzt endlich bestätigt. Zwar wussten wir schon, dass die Serie eine Fortsetzung kriegt, aber nicht in welcher Form. Es hätte ja auch ein TV-Special werden können, wie der Reminiscence Arc. Die dritte Staffel knüpft dann auch direkt nach dem Visitor Arc, also Staffel 2, an. Im Laufe des nächsten Jahres soll sie dann erscheinen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Streamen kann man Staffel 1 auf Universe. Die zweite muss man sich leider aktuell kaufen. Machen wir dann weiter mit Kino-News. So bringt KSM uns den Film Digimon Adventure 02 The Beginning. Obwohl dieser erst am 27. Oktober 2023 in Japan anläuft. Wann jedoch der Film zu uns kommt, wissen wir noch nicht. Sportlich wird es dann wieder in The First Slam Dunk. Dieser 3D-Sport-Anime soll nun am 5. Dezember in den deutschsprachigen Kinos laufen. Wahlweise mit Synchro oder die OMU-Variante. Vorher kann man ihn schon am 5. August auf der Animagic schauen, da jedoch nur im Originalton mit Untertiteln. Ganz überraschend war dann die Nachricht zu Tonikawa Over the Moon for You High School Days. Nicht nur ist dies ja die crazy schnelle Fortsetzung zu der zweiten Staffel von diesem Rom,
Comics-Anime, die lief ja erst in der letzten Season, also im Frühling, sondern die Serie erhält auch einen simultanen Simuldub. Also zur gleichen Zeit wird die Folge nicht nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln veröffentlicht, sondern auch mit Synchro. Aber nicht vergessen, diese Serie hält nur 4 Folgen und es gibt immer 2 Wochen Pause zwischen den Episoden. Also diese Woche erscheint keine Folge. Außerdem können sich alle Psycho Pass-Fans freuen. So hat Crunchyroll seinen Katalog um einen weiteren Teil der Reihe erweitert, nämlich diesmal die dritte Staffel plus Psycho Pass 3 First Inspector. Diesen Film oder dreiteilige Minifilmreihe, je nachdem wie man es sehen will, sollte man nach der dritten Staffel schauen. Gab es vorher nur bei Prime. Man kann nun alles von diesem Anime auf einem Anbieter schauen. Also gönnt euch, bevor der Film Psycho Pass Providence ab dem 29. August bei uns im Kino läuft. Weiter geht's mit den Disc-Veröffentlichungen. Da wäre einmal die abgedrehte Actionkomödie Belzebub. Bei dieser Serie findet der Schlägertyp Oga ein Baby. Problem ist nur, es ist das Kind des Dämonenkönigs und soll später die Menschheit zerstören. Wird Oga es trotz allem aufziehen? Am 17. November soll die erste Volume erscheinen, danach geht es in einem 2-monatigen Rhythmus weiter. Auf einer Volume sind 15 Folgen. Man ist also mit der 4. Volume bei 60 Episoden fertig. Außerdem wird Pokémon Reisen bei uns auf Disc erscheinen, aber leider nur auf DVD. Schaut trotzdem unbedingt rein. Ist einer meiner Lieblings-Pokémon-Reihen und führt das Abenteuer von Ash zu Ende. Streamen kann man die Serie aber auch auf Netflix. So, meine Damen und Herren, und da haben wir uns mal wieder versammelt für die Breaking News. Die gehen wir jetzt mal schnell wieder vor der Kamera durch. Wir sind das ja schon gewohnt. Leider legen wir gleich los mit schlechten Nachrichten. Und zwar Emma Actually the Strongest wird verschoben. Aber zum Glück nur um eine Woche. Und zwar erscheint die 4. Folge erst am 29. Juli und nicht schon am 22. Juli. Das gleiche passiert mit My Tiny Senpai. Genau am gleichen Tag soll dann auch die Folge am 29. Juli erst erscheinen, nicht am 22. Ich gehe mal stark davon aus, dass am Samstag es irgendwas Wichtigeres gibt. Irgendein Feiertag oder irgendwas in der Richtung dann in Japan. Irgendein Livestream, der da gemacht wird, eine Sondersendung, weswegen man die Anime verschiebt. Ich glaube nicht, dass das Zufall war, dass jetzt beide Serien irgendwie Produktionsprobleme haben oder sowas. Das vermute ich ehrlich gesagt nicht. Beide Serien kann man bei Crunchyroll streamen. Jetzt aber auf zu Hammer News und zwar zu der Action-Abenteuer-Serie Sabi Kuibisco, denn diese bekommt überraschend, würde ich auf jeden Fall sagen, eine 2. Staffel. Sie war ziemlich beliebt, aber ist dann doch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Serien so ein bisschen untergegangen und war eher so geheimtippsmäßig unterwegs, aber es soll jetzt weitergehen. Wann genau oder wann überhaupt und in welcher Form, wissen wir noch nicht, aber es wird wohl eine TV-Serie dann werden mit einer 2. Staffel. Aber ja, ich bin dann schon ziemlich gespannt auf die 2. Staffel. Die 1. gibt's bei Crunchyroll. Außerdem haben wir neue Infos zum 2. oder eher 3. Film zu Bunny Girl Senpai. Es gibt ja einen weiteren Fortsetzungsfilm, der sich um die Schwester dreht und dann wird es noch einen 3. geben, wo die gute Mai hier scheinbar im Grundschulalter so ein bisschen unterwegs ist und jetzt wissen wir auch, wann dieser erscheint und zwar am 1. Dezember. Natürlich erstmal nur in Japan und das ist so ein bisschen die große Frage. Wann kommen die beiden Filme zu uns? Das Programm von der Animagic ist jetzt glaube ich schon durch, also da gab es alle Ankündigungen wurden schon gemacht. Deswegen da wird der Film wohl nicht laufen. Aber ja, hoffentlich dann nächstes Jahr oder sowas. Das wäre auf jeden Fall fantastisch. Und wo wir gerade von der Animagic geredet haben, machen wir doch gleich weiter mit Blue Giant. Denn dieser Musikfilm wird es bei der Animagic geben. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch drauf. Soll am Samstag, den 5. August um 21 Uhr gezeigt werden. Weil ich liebe einfach Jazz und der Trailer sah echt ziemlich gut aus. Deswegen den hätte ich auf jeden Fall gerne im Kino gesehen. Denn leider, er wird zwar auch bei uns veröffentlicht, aber nur auf Disc. Also muss man sich eine große Soundanlage kaufen, damit man das auch schön genießen kann, die Musik. Aber trotzdem schön, dass KSM den zu uns bringt. Vielen Dank dafür. Und der One-Shot zu Naruto bzw. Minato ist jetzt bei Manga Plus erschienen. Kann man kostenlos da auch lesen. Also gönnt den, wenn ihr darauf schon etwas länger gewartet habt. Und dann habe ich zuletzt noch eine Frage an euch. Und zwar gibt es einen neuen Anime über Geschwister oder zumindest soll der rauskommen. Und unser Protagonist soll sich jetzt halt entscheiden. Wen dieser Zwillinge wird er am Ende heiraten oder sowas? Ich weiß es nicht. In wen hat er sich verliebt, in wen nicht? Und deswegen frage ich euch, wen findet ihr sympathischer? Die Tomboy-Dame mit den kurzen Haaren links oder mit den Zöpfen und den langen Haaren rechts? Ich weiß, ziemlich oberflächlich hier mal kurz, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr persönlich
persönlich aktuell vom Ersteindruck sympathischer findet. Kommen wir jetzt zu den Highlights aus dem Isekai-Bereich. Los geht's mit Tsukimichi Moonlight Fantasy. Dieser Isekai-Anime ging ja damals in der Sommerseason 2021 richtig ab. Und so ist es kein Wunder, dass er eine zweite Staffel erhält. Nun wurde bekannt, wann diese startet, nämlich im Januar 2024. Aber nicht nur das, die Serie wird zwei aufeinander folgende Cores erhalten. Das bedeutet, dass er über 6 Monate laufen wird, also wohl so 24 Folgen erhält. Ganz schön krass. Streamen kann man Staffel 1 bei Crunchyroll, also hol sie vorher unbedingt noch nach. Und dann wurde noch ein Bild zu Deadmount Deathplay veröffentlicht. Auf dem Visual ist der Protagonist Polka und scheinbar ein neuer Charakter zu sehen. Zumindest kam dieser noch nicht so häufig in der ersten Staffel vor. Der zweite Teil der Serie wird im Oktober anlaufen, dann wieder bei Crunchyroll. So richtig freuen tue ich mich auf Farming Life in Another World. Leider ist diese Serie ja damals in der Season komplett untergegangen, denn sie lief nur bei HiDive und da auch nur mit VPN. Doch dann hat sie sich KSM geschnappt und komplett auf Universe veröffentlicht. Nun geht das Ganze aber ein Stückchen weiter, so wurde ein Disc-Termin angekündigt. Die erste Volume soll am 19. Oktober 2023 erscheinen, gleich schon mit den ersten 6 Episoden. Die komplette Serie wird also mit 2 Volumes fertig sein. Kurz mal die Story erklärt, unser Protagonist kommt in eine andere Welt und baut sich dort eine Farm auf. Er hat ein spezielles Werkzeug von den Göttern erhalten, was sich immer wieder verwandeln kann. Also zum Beispiel in eine Schaufel oder eine Spitzhacke. Und auch was er einsät, wächst viel schneller heran. Ist also so ein bisschen wie Harvest Moon, nur als Anime. Aber es kommen auch ganz viele Mädels auf die Farm und so baut er sich einen riesigen Harem auf. Ist also ziemlich lustig. Schaut unbedingt mal bei Aniverse rein. Leider werden ja Isekai-Serien von vielen Fans gehasst. Ob die Anime-Community also in den letzten Jahren toxischer geworden ist, beantworte ich im Video oben rechts. Und für meine Antwort auf den kontroversen MDR-Beitrag gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche News oder auf welchen Anime freust du dich am meisten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!